Kurzes Ankündigungsvideo auch hier auf YouTube für den kleinen Jahresauftakt am 5. Februar hier im Kreisbüro von Bündnis 90 Die Grünen direkt am Böblinger Marktplatz. Aber bevor 2017 so richtig losgeht, möchte ich doch ganz kurz nochmal zurückschauen. 2016 war ein aufregendes Jahr für mich. Da war natürlich Roter Bus, wir hatten Feine Sahne Fischfilet da, wir hatten Fjord, Okay Kid, Blackout Problems, Ashes of Robert und Neonschwarz mit dabei. Außerdem Landtagswahl war, habe ich hier mit der Kampagne natürlich mitgemacht. Ich wurde dann in den Landesvorstand der Grünen Jugend gewählt und habe im Mai meine erste Rede auf einer Landesdelegiertenkonferenz von den Grünen gehalten. Ja, und so langsam ist dann auch meine Entscheidung gereift, dass ich gerne Bundestagskandidat für die Grünen werden möchte hier im Kreis. Ich war dann im August noch in Mecklenburg-Vorpommern, dort den Wahlkampf unterstützen, und im September war dann nicht nur die Nominierung, ich wurde nicht nur tatsächlich grüner Bundestagskandidat hier im Kreis, sondern wir hatten auch das Schadefestival natürlich und mit der Grünen Jugend Böblingen eine Reihe von Veranstaltungen mit Foodsharing-Botschaftern Joscha Frei, Matthias Gastel und Alexander Mayer. Im Oktober war ich dann kurz in Ägypten und danach ging alles schon auf die Landesdelegiertenkonferenz der Listenaufstellung zu. Ich habe mich riesig gefreut, dass es am Ende auf Platz 18 gereicht hat, was die nächsten Monate natürlich unglaublich spannend macht, weil es einfach ein gutes, ein richtig gutes grünes Ergebnis braucht, und dann reicht es aber auch. Naja, und dann war Ende November natürlich noch die Ashes of Robert Single Release, Schrödinger Vale. Ich habe da ein bisschen Promo gemacht, deshalb muss ich das hier sagen. Und wir haben noch in Sindelfingen beantragt, dass Gemeinderat gestreamt wird in Zukunft. Und auch noch 2016, ich habe mich tierisch gefreut, dass ich das endlich mal machen darf, auf diesen Moment. Ich darf ein Buch in die Kamera halten. Politische Beteiligung junger Menschen. Ein Sammelband, und mit in diesem Sammelband, der herausgegeben ist von Jörg Tremmel und Markus Hutsche, meine erste akademische Veröffentlichung. Ja, 2017 ging dann auch schon los. Wir sind ja mittendrin im Januar. Von dem her, ja, eine Reihe von Neujahrsempfängen. Naja, aber der beste Neujahrsempfang kommt natürlich erst noch. Das ist der von den Grünen am 2. Februar. Und vor allem, worum es hier jetzt ja eigentlich gehen soll. Mit was soll 2017 anfangen? Mit einem kleinen Jahresauftakt. Wenn ihr Bock habt, mich zu unterstützen, wenn ihr Bock habt, grüne Politik zu unterstützen, oder wenn ihr einfach nur die Welt retten wollt, dann schaut doch mal vorbei, ob ihr euch das vorstellen könnt. Am 5. Februar wird mein Team die Grundzüge meiner Kampagne präsentieren. Und ich werde natürlich auch da sein. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Präsentation und Empfang. Wir können dann auch noch quatschen. Es gibt natürlich Häppchen. Also ich freue mich mega, wenn ihr vorbeikommt und wir einfach, ja, ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Sonntag, 5. Februar, 15.30 Uhr, hier im Kreisbüro von Bündnis 90 Die Grünen am Marktplatz in Böblingen. Ich freue mich auf euch und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis dann!